Sie haben es geschafft. Ja. Gute Arbeit. Der Eingang zur Datenzentrale befindet sich außerhalb des Arboretums. Das Büro Ihres Bruders ist ebenfalls hier oben. Jupiter in seinem Palast, an der Spitze des Himmels. Das haben Sie immer hinter seinem Rücken gesagt. Aber dann wären Sie... was? Juno? Nein. Ein unangenehmer Gedanke. Keine Ahnung. Oh, wir können uns hier auffrischen. Und dann denkst du gerade mal wieder nicht an den Mist und dann passiert das dann. Genau. Jiak Jung-ho, okay. Officer Jia, hier ist Chief Elisa. Jia hier. Chief, wie kann ich helfen? Gehen Sie in die Datenzentrale und bitten Sie Chief Cho, Grant Lockwoods Peilsender zu reaktivieren. Der wurde bei seiner Kündigung deaktiviert, aber offenbar war Grant nie im Shuttle. Ich will wissen, wo er ist und ihn dahin bringen, wo er hingehört. Schon dabei, Chief. Verärgerter Mitarbeiter, Nebenquest wahrscheinlich. Guten Abend, Carlos. Die Anmeldung für Talent Show für Carlos Mitarbeiter ist ab sofort möglich. Okay, wir recyceln jetzt mal alles. Die ist über. Die ist über. Und den Champagner. Und das Duckbier. Ja. Reicht das überhaupt, um uns Munition zu machen? Wir haben jetzt... Ach, wir haben wieder 11. Okay. Wir brauchen eigentlich alles. Ich brauche 9 mm. Eigentlich nochmal. Aber auch Schrotmunition. Hätte ich ganz gerne nochmal. Da. Brauchen wir auch 3. Ja, das hat nicht gereicht. Und EMP? Wie viel habe ich denn jetzt davon? Wir haben ja da... Einmal sortieren hier. Also Anzug-Reparaturkit haben wir ohne Ende. Reds haben wir. Wir haben Glue ohne Ende. Das geht auch erstmal wieder in Ordnung. EMP-Ladung haben wir 9 Stück. Brauche ich nicht zu machen. Okay, und wir müssen zwischendurch echt mal hier an sowas denken. Nimmt immer einen Inventarplatz zu viel eigentlich ein. Wir essen mal ein bisschen was. Ganz viel Zitronentorte. So. Gut, brauche ich also nichts machen. Mehr geht gar nicht, ne? Also, Munition kann ich nicht machen. Anti-Reds. Oh, Anti-Reds können wir ordentlich machen. Ich mache mal ein bisschen, weil wir haben ja gerade gesehen, wie wichtig das ist, wenn man die dabei hat und man sich nicht eben heilen lassen kann. Dann ist das gar nicht so schlecht, sowas zu haben. Na, ein paar Anti-Reds. Ich würde aber sagen, weiter geht's in der nächsten Woche, ne? Im nächsten Teil wollte ich gerade sagen. Trinken ist wichtig, auf jeden Fall. Prost, ihr Lieben, auf euch. Das passt eigentlich ganz gut, weil wir jetzt gerade das Gebiet wieder gewechselt haben. Okay, das ist sowieso hier. Das ist im Arboretum. Das müsste auch hier sein. Da suchen wir immer noch weiter anscheinend. Wir haben auch eben einige Sachen gefunden für die Blackbox. Bellamy müsste auch hier im Arboretum sein. Und das mit dem Whistleblower? Keine Ahnung. Suche in Dr. Gallegos Wohnkapsel in den Besatzungsquartieren. Wir waren noch gar nicht in den Besatzungsquartieren, ne? Auf Karte anzeigen. Wie kommen wir denn? Ah, auch vom Arboretum. Alles gut. Also nichts verpasst.
Ins Maschinenlabor kommen wir auch über eine Luftschleuse und ins Shuttle Dock auch. Wir sind gerade durch die Guts, deswegen hier dieses lange Ding. Wir sind durch dieses ganze lange Ding gedüst. Hier scheint noch dicht zu sein. Das können wir vielleicht, wenn wir hier von außen, ne? Über Shuttle Dock. Okay. Lebenserhaltung. Aha, aha, aha. Hier waren wir überall noch nicht. Wir sind jetzt, als nächstes kommen wir ins wir sind im Arboretum und davon kommen wir auch in die Brücke, auf die Brücke und in die Besatzungs- und in die anderen Sachen auch alle rein. Okay, gut. Das heißt, dass ich nichts übersehen habe. Kann höchstens sein, dass ich irgendwelche Quests sich mitgenommen habe, weil ich vielleicht dann doch irgendwas nicht gefunden habe. Okay, aber dann können wir vielleicht auch hier im Arboretum endlich den, sag mal schnell, den Fahrstuhl reparieren, dass wir dann endlich auch im Schnelldurchgang hierher kommen. Das passt doch gut. Allerdings würde ich ganz gerne mal gucken, wo wir jetzt sind. Ich gucke ihn nochmal ganz kurz. Ich lade mal eben nach und gucke da mal eben ganz. Was war das? Noch ein beruhigendes Geräusch. Ja. Was war das eben gerade? Und wo war es? Lebensexemplar, da oben liegt was Totes. Oder jemand Totes? Habe ich jetzt gerade... Habe ich jetzt... Huch! Ah! Ich wollte gerade sagen! Hi, Bea! Einen wunderschönen guten Abend! Schön, dass du da bist! Herzlich willkommen! Und herzlich willkommen, liebe Raider! Ich wollte gerade sagen, ich hab da eben nur deinen Winkel gesehen und habe gedacht, warum kriege ich jetzt hier keine Benachrichtigung? Ein B-Raid. Oh, ich habe Cups eingestellt gehabt, das ist auch schön. So, okay. Herzlich willkommen, liebe Raider. Bloodborne gab es wieder. Alles klar. Lodia, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. So, was war das jetzt eben gerade? Aber scheint jetzt weg zu sein. Oh, Morgan? Ja? Alles in Ordnung? Nein. Über diesen Typhon da gibt es keine Informationen. Was du nicht sagst. Halten Sie sich von ihm fern. Okay. Aber ich muss ihn noch scannen. Halten Sie sich fern, aber ich muss ihn noch scannen. Wo war der denn? Hier oder da? Bei der Leiche? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich stelle mir gerade vor, wie ich da so an dem Fenster hänge. Oh Gott. Halten Sie sich von ihm fern, sagt January, okay? Das ist ja ganz klug. Wer bist du? Mark Sellers. Hi, Mark. Entschuldige bitte mal. Was denn jetzt schon wieder? Sie könnten dort oben überprüfen, warum der Aufzug feststeckt. Oh ja. Das wäre schneller und sicherer, als wieder durch die Guts zu fliegen. Ja, definitiv.
Die Idee hatte ich aber auch schon. Fehlfunktion, dann versuche ich den Aufzug. Okay. Oh. Oh. Okay, da fahren sich gerade entspannt. Der hat sich gerade entfaltet. Oder bist du eine Mimik? Da ist die Wohnkapsel. Da ist der Aufzug. Oh. Okay. Erstmal jetzt hier näher rumgehen. Aber was waren das da vorhin? Da ist auf jeden Fall ein Geschütz. Das würde ich ganz gerne mal eben wieder anbringen, damit wir ein bisschen Schutz haben. Deswegen heißt es ja auch Geschütz. Da liegt jemand. Da ist noch ein Geschütz zerstört. Ich würde ja ganz gerne erstmal auch den Aufzug noch mal eben zum Laufen bringen. Ne? Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Och, wir haben so viele Ersatzteile. Guck mal, können wir locker. Alles klar, okay. Evelyn McCarthy mit einer Bananenschale und einer Sprut. Suche nach Updates, Server offline. Ich habe gerade gesehen, man nimmt die Munition extra auf. Ich hatte doch befürchtet, dass ich das immer vorher nicht gemacht habe. Die zerlegen wir gleich mal. Ist die richtige, ne? Ja, zerlegen. Gut. Ein Geschütz haben wir schon mal wieder auf unserer Seite. Experimental Plant Growth and Progress. Okay, das ist zerstört. Zerstört. Mimik, wo? Was ist eine Mimik? Da. Ach, da drin. Notiz nehmen. Eintrag 165. Ich konnte die Wachstumszeit um etwa 10 Minuten pro Frucht verkürzen. Es ist bemerkenswert, wie sie quasi aus dem Nichts heraus sprießen und vor meinen Augen zu essbarer Größe und Reife heranwachsen. Zudem hat mir Dr. Kelstrip endlich ausführlichere Testreihen für den Düngermix genehmigt. Nun muss ich ihn nur noch per Fabrikator herstellen und anschließend im Sprinklersystem implementieren. Ich behalte den Fabrikatorplan bei mir. Ich habe nämlich nicht den geringsten Zweifel, dass andere die Idee gerne für sich beanspruchen würden. Dr. Julian Howard. Knopf. Sprüh. Okay. Ach, müssen wir eventuell irgendetwas besprühen? Ich hoffe nicht. Nichts soll sofort wachsen und dann... Okay, da drin ist eine Mimik. Aber ich habe keinen Code. Ich könnte aber das knacken. Ich versuch's. Das wird lustig werden. Davon die Mimik? Was ist denn jetzt die Mimik? Ach, okay, das Ding in der Ecke, alles klar. Okay, sie fliegt aber noch rum. Düngersack. Bohrzange Notiz. Hallo Julian, bin vorbeigekommen, aber sie war nicht da. Zur Info, habe ihre Labornotizen geprüft. Pflanzen stellen, kein Gesundheitsrisiko da. Grünes Licht für Arboretum, Hans. Ha, grünes Licht. Pflanzen. Das ist witzig. Knusprige. Oh, Pommes.
und russische Blinis. Okay. Hebelkraft. Gut, gut, gut. Haben wir es auch schon mal. Ist aber schön hier mit den Pflanzen. Oh, da liegt jemand. Oh nein. Das ist Edna Burton. Auch hier cool mit dem Wassereffekt, ne, an den Scheiben. Gewächshaus. Als Erste-Hilfe-Set. Nett, ja. Okay, da lebt noch jemand im Gewächshaus. Aber hier könnte ja auch überall was sein, ne? Machen wir uns nichts vor. So, unser Geschütz ist noch da. Ich würde gerne das andere Geschütz auch noch mal eben. Scanne Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Oh, was war das gerade? Das ist eigentlich immer so ein Zeichen da hinten. Da ist ein Fragezeichen. Oh, oh. Ist das was? Oh nein, ist das ein Fragezeichen? Das heißt, ist das Ding, was wir vielleicht. Oh, nicht gut. Aha, ich repariere mal. Ich lasse das Geschütz auch genau da stehen. Diagnose ausführlich. ISS nominal. Energielevel nominal. Aktion. Komme ich von der Seite da vielleicht dran? Hey, Sie da! Machen Sie die Tür auf! Bitte! Was habt ihr da drin? Ein Telepath. Weitere Proben benötigt. Fremdkontrolliert. Oh nein. Heißt das nicht, dass wir die... Wir können die nicht retten? Sei still. Nein. Können wir die vielleicht retten? Und den... Nein, die müssen wir doch retten können, oder nicht? Können wir die vielleicht retten, wenn wir den Telepathen ausschalten? Aber wie können wir ihn ausschalten, wenn die von ihm... Oh, das kannst du knicken. Ja, aber er war... Raus aus meinem Kopf! Passwort eingeben. Das Passwort habe ich gar nicht. Ich muss... Es wäre schön, wenn man eventuell den Telepathen erledigen könnte. Und die Leute retten könnte, oder? Ich komme aber momentan auch gar nicht rein in das Gewächshaus. Ich kann nicht. Okay, keine Chance im Moment. Da ist ein Telepath drin. Nominalitätslevel, nominal, alles klar. Oh, Lydia, falls du noch da bist, ja. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib gut, bis zum nächsten Mal und eine gute Nacht. Schlaf schön und vielen Dank nochmal, dass du mitgekommen bist. Ja, das lösen wir heute aber auch nicht mehr das Problem. Ich würde sagen. Scanne Ziel, kein Alien-Material. Ja, ja. Ist das noch ein Geschütz? Da ist auf jeden Fall noch ein Geschütz. Ich würde aber sagen, ich mache jetzt Feierabend, oder? Oder kriege ich das vielleicht noch hin? Aufzug wieder in Gang zu bringen. Das wäre natürlich schon schön. Jenny King.
Das war ein großer Mimik. Nicht kaputt machen. Wo ist er hin? Kaputt. Oh Gott. Okay. Scanne Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Witzigerweise stehen da zwei funktionierende Geschütze. Und der kam da rausgelaufen, das wundert mich so ein bisschen. Das Blackbox-Labor. Ah, okay. Da sind wir noch hin. Vielleicht kriege ich eben nochmal den Aufzug in Gang. Denn das, was dahinter da ist, was mit Fragezeichen, das ist auf jeden Fall dahinter, nicht hier drin. Das ist schon mal was wert. Oh. Lily Morris? Lief alles gut? Ja, musste etwas warten. Zwei Arschlöcher aus dem Vertriebsteam mussten gerade in dem Moment unter der Alarmglocke Zigarre rauchen. Ist es weg von der Talos? Meine Kunden sind ungeduldig. Ja, die letzte Sendung ist rausgegangen. Müsste morgen auf der Erde sein. Pacific Time. Gut. Ich lasse Ihnen nach der morgigen Schicht ein weiteres Paket da. Wo genau? In der Lobby. Wird das funktionieren? Natürlich. Dreimal mit der Rohrzange antippen, dann geht es auf. Die werden morgen alle so funktionieren. Süß, wenn Sie so stolz auf Ihre Apparate sind. Reden Sie nicht so von oben herab, Lilly. Aha, Schmugglerring auf der Talos. Alles klar? Was ist denn da mit der Elektrik los? Okay, kriegen wir auf jeden Fall einen Operator. Und, ja, den haben wir schon längst. Das ist leer. Das ist alles leer. Wir hatten das hier gelootet. Das ist alles leer. Bin entsetzt. Beantragen neuen Operator. Transtar Pyramid 490 Medizin Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Betreten. Hauptaufzug. Hä? Bist du sicher? Geht zur Lobby? Warte, jetzt geht das? Jetzt können wir einfach zurück in die Lobby? Aber wir haben doch gar nichts gemacht. Ich dachte, das muss repariert werden. Der war doch blockiert von der Lobbyseite. Das ist jetzt gerade verwirrend. Na gut, ich meine, dann haben wir ihn repariert, aber ich weiß nicht wie. Gut, dann brauchen wir ja keine Gedanken zu machen. Dann haben wir das ja schon mal. Dann können wir gleich wieder nach oben gehen. Morgan. Ja. Dieser Typhon ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann, ist er für das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Aha. Das von Ihnen in der Psychotronik freigelassene Phantom hat ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Ein Scan wäre Wirklich. Ich bin dir schon voraus. Schwäche, elektrisch, Explosion, psychisch, EMP. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Da ist ein Korrumpierter. Das werde ich untersuchen. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ich habe sie gefunden. Ich will die Operator noch gar nicht. Kann ich wieder raus? Okay. Ich muss dagegen kämpfen, ne? Was? Jetzt habe ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin aus dem Dings geskippt. Ihre Hydraulik läuft ab. Oh. Ach, er ist das Problem. Oh Gott. Nein.
Oh, ich bin tot. Dankeschön dafür, Spiel. Anzug wird geschickt. Okay. Ich komme da jetzt wieder raus, ne? Das war aber jetzt auch ein bisschen gemein. Morgan. Ja. Dieser Typhon ist unbekannt. Hm. Soweit ich das erkennen kann, ist er für das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Das von Ihnen in der Psychotronik freigelassene Phantom hat ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Ein Scan wäre aufschlussreich. Nervt nicht. Gute Arbeit. Der Aufzug reagiert wieder. Die sind immer noch dieser Typhon hat sich der Hardware und selbst der Systemsoftware bemächtigt, bis zum Maschinencode. Und zwischendurch hat er sie noch umprogrammiert. Faszinierend und erschreckend. Ich kann den Code patchen. Sollte kein Problem sein. Ja, dann patch mal bitte. Nehmen Sie den Aufzug, wenn Sie schnell die Hauptdecks der Talos 1 erreichen wollen. Es gibt einen Stopp in der Lobby und in der Lebenserhaltung. Kommen Sie deshalb nicht zu mir. Ach, sie patcht die irgendwann. Nicht jetzt. Ich werde sie in Form liegen. Oh, ich bin gleich tot. Voll gepatcht. Geh doch auf. Wurde beschädigt. Ah. Geh doch auf, es geht nicht. Warum geht das Ding nicht auf? Oh, was ist denn damit? Im Betrieb steht doch da. Im Betrieb. Rein, rein. Hä? Rein. Rein. Öffnen. Keine Teile übrig. Ich habe den Eindruck, sie wollen nicht richtig funktionieren. Ich will nicht richtig funktionieren, richtig. Ich fahre mal eben einmal in die Lobby und dann fahre ich wieder zurück. Oh Gott, was nervig. Guten Abend, Talos. Ja. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie freiwillige Überstunden gemäß unserer Firmenpolitik dem Stationspsychologen zu melden haben. Hm. Die Projekte im Boot. Ja, ja. Okay. Mögen spannend sein, aber selbst der brillanteste Kopf braucht einmal Ruhe. Wirklich. Okay. Ja, weißt du was? Lebenserhaltung muss man bestimmt auch nochmal, aber ich mache jetzt, warum ist da jetzt Strom aus? Willst du mich verhohnepiepeln? Ich will Feierabend machen.
Wo bin ich denn jetzt? Ich bin hängen geblieben zwischen den Stockwerken. Phantom weg und auch alles andere ist auch weg. Die sind immer noch korrumpiert. Kleiner Mord. Ich programmiere die um. Ich gehe jetzt zum Arboretum und dann speichere ich nochmal ab und dann entscheide ich beim nächsten Mal einfach, was ich mache. Ob ich dann doch wieder in die Lobby runterfahre oder nicht. Weil eigentlich dachte ich, dass wir da jetzt da weitermachen sollen beim Arboretum. Oh. Okay. Ich speichere jetzt leider mal ab. Es ist immer wieder schön, mit dem Fahrstuhl zu fahren. Definitiv. Ich hätte Musik anmachen sollen. Ich hätte Fahrstuhlmusik anmachen sollen. Jetzt ist es zu spät. Beim nächsten Mal. Erinnert mich dran, bitte. Ich mache jetzt Feierabend. Ich mache jetzt... Hallo, Spiel. Ich mache jetzt Feierabend. Medizin-Operator, bitte, 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 bitte. Diagnostiziere oberflächliche Verletzung. Nichts, was ein Mädchen nicht mehr findet. Das dauert nicht lang. So, alles wieder gut. Dankeschön. Jetzt mache ich nochmal meinen Anzug wieder ganz. Sie können einen Service-Fragebogen an. Ja, mache ich bestimmt beim nächsten Mal. Ich denke mal schon. Ich speichere mal ab. Ich speichere mal hier ab. Oder nehme ich den hier? Ich nehme den. Okay. So. Und dann machen wir Feierabend. So, ins Menü.